Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, der Bio, und freue mich natürlich, dass ihr da seid. Ja, wir haben einiges zu tun. Wir haben den neuen Stadtbezirk Mayerville freigeschaltet. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich miteinander verbinden, den zentralen Omnibusbahnhof hinzuzufügen. Aber erstmal müssen wir uns darum kümmern, warum haben wir nur noch 3 Busfahrer? Das wundert mich. Wir haben 10 Busse und 3 Busfahrer? Irgendwas stimmt da nicht. Mysteriös. Ich habe auch gerade gesehen, dass das irgendwie anders aussieht. Waren die Bewerber nicht auf der linken Seite und die Angestellten auf der rechten? Das müssen die vertauscht haben oder sowas. Also von daher holen wir uns mal jetzt den John Kusch, der ist Profi. Die Janine Höfer ist Profi. Oh. Oh, ist ein Assfahrer. Hier haben wir den Kale. Dann haben wir hier noch die Anja Feldbauer und nur Frauen. Guck mal hier, die Frauen machen das Ding. Susanne Bullhack. So. Streckenplan. Dann gehen wir mal jetzt an die Planung. Also, was haben wir jetzt? Also, schaltet den zentralen Omnibusbahnhof frei. Nutze Fahrer, um auf 7 Strecken, um auf einer Strecke mit maximal 7 Haltestellen Einkommen zu generieren, die verbindet. Westfield und Steinig. Wo haben wir denn Westfield? Ach, da unten. Und Steinig. Ah, okay. Also. Schauen wir mal als erstes den zentralen Omnibusbahnhof. Machen wir. Oh, wo ist mein Pfeil hin? So, also eine neue Strecke. Der zentrale Omnibus. Ach, den können wir noch gar nicht auswählen. Von Steinegg. Nach Westfield. Ah, warte mal, hier steht was. 12 Busse. Oh, hallo. Ich will das lesen. Ah, du musst mindestens 12 Busse besitzen. Okay. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. So, Busdepot. Shop. Neuen Bus haben wir eh nicht bekommen, ne? Nö. 550.000. Das bedeutet... Ja, guck mal hier. Können wir uns gleich zweimal kaufen. Und... Oh Gott. Busdepot, Shop. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also den Zetra finde ich jetzt gar nicht so geil, wa? So, holen wir uns immer noch mal einen MAN jetzt, ja? Bedeutet, wir können weitere Angestellte. Das dreckige Dutzend. Und vernetzt. Ah, ZOB haben wir jetzt freigeschaltet. Okay. Dann können wir jetzt hier noch Lisa van Helgen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele. Und Josephine Köhler. So, okay. Jetzt haben wir den zentralen Omnibus erstmal freigeschaltet. Jetzt geht es erstmal an die neue Strecke. Streckenplan. So, machen wir es jetzt nochmal. Also, wir fahren vom zentralen Omnibusbahnhof los. Römerstraße. Ich hoffe, dass das hier echt noch zu Dings gehört, ne? Warte mal, wir können es ja anders machen. Schalte das jetzt einfach mal so rum. Oh, ja, genau. Das ist, also. Genau. Den zentralen Omnibusbahnhof. Die Römerstraße. Westfield 2. Und Steinig. So. Speichern. Das ist die Linie 22.
So, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir die hier. Neue Strecke. So, jetzt haben wir den zentralen Omnibusbahnhof. So, dann Siegwalden. Ach so. Siegwalden mit maximal 7. So. Speichern wir das Ganze schon mal. So. Dann brauchen wir zentralen Omnibus in Port Ember. Das ist natürlich ein extrem langes Stück her. So. ZOB. Maximal 7 Haltestellen. Machen wir hier einmal einen Chopper Grounds. Fahren wir hier nochmal ran. Ha. 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 Okay. Das sollte auch stimmen. Speichern. ZOB, ZOB, ZOB. So. Und 8 Haltestellen. Achso, mit maximal. Eine Haltestelle Hauptbahnhof, Gewerbegebiet. Neue Strecke. So, also zentralen Omnibusbahnhof. Dann zum Hauptbahnhof. Fahren wir noch zum Fischgrund. Fahren wir hier Astra. Mindestens 4 Haltestellen. So. Speichern. So. Jetzt setzen wir hier schon mal überall Fahrer rauf. So. Du bist im Einsatz. So, John Kusch. So. Fahrer zuweisen. Citaro. So, die müssen wir fahren. Wir haben für uns den letzten MAN, also wir sind ganz hinten. So, haben wir das schon mal. Bestes Ergebnis. Oh, warte mal. Ah, guck mal hier. Das ist ein Bus drauf, aber kein Fahrer. Hm. Ach so, stimmt, das sehe ich gerade. Hier ist auch ein Bus drauf, aber kein Fahrer. So, haben wir hier noch irgendwo was? Nee, ne? Hier, die bringt noch mal ein bisschen Knete. Und so. Jetzt ist optimal hier. Dann werde ich mal die hier Strecke löschen. Und die können wir hier auch löschen. So, was haben wir jetzt? Ach, aber hier haben wir auch noch einen. Wir brauchen noch einen Fahrer. Angestellte. Nehmen wir mal den Sascha. Und den hauen wir jetzt hier noch rauf hier. So, Sascha Feldhauer. Hoffen wir mal, dass wir uns jetzt nicht übernommen haben jetzt. Und werden jetzt die letzte Strecke, die hier
Fahre die oben genannten Strecken im Rundfahrtmodus. Oh, alle? Heieiei. So. Rundfahrtmodus. Und wählen wir noch unseren Bus aus. Die Folge könnte halt ein bisschen länger werden, Leute. Na, warte mal, das Wetter bitte. Tag, wenn es geht. Und los geht's. Oh, unser nationaler Feiertag. Fängt ja schon mal gut an. So, muss mal ganz kurz. Oh ne. So. So. Wisst ihr ja, ne? Erstmal so ein kleines Bild für YouTube. Ja, das wäre schon fantastisch. Und dann passt das Ganze. So, das reicht schon. So, erstmal D. Okay, das also ist jetzt Stärke 1 hier. Bitte halte Bucht 4. Oh. Was war das jetzt? Ach, ich bin gegen Schilder umgefahren. Gegen der 4 bin ich gefahren. Alles klar. Das ist aber auch sehr eng hier. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Tag Senior drucken 4,60 Euro. Eine Fahrkarte. Standard drucken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln Senior drucken. Rundfahrtmodus, glaube ich, den sind wir ja noch nie gefahren. So an sich. Meiner Meinung nach fahren wir jetzt einmal die Linie hin und einmal wieder zurück. Ich hoffe, dass wir das jetzt echt nicht mit allen Linien machen müssen, weil sonst wird es ein bisschen doch länger dauern. Aber schön, jetzt sind wir hier schon so ein bisschen wirklich in der Stadt drin, ne? Weil hier ein Expressbus. Leider haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie die Nummern irgendwie neu zu benummern. Dass wir die Nummern auf jeden Fall verändern können. Also auf dem PC geht's wohl. Aber wahrscheinlich ist das Ganze in der PlayStation, also in der Konsolenfassung noch nicht mit drin, ne? So.
So. Am Hauptbahnhof. Tschüss. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Woche Senior 2. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Fischgrund. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal alles eingestellt. Alter, zieht er einfach raus hier. War schon ein bisschen knapp gerade, muss man mal sagen. Das musste jetzt auch sein. Es ist ja nicht so, dass wir so schon genug zu tun haben hier. So, alles raus, 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 raus. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit zu verlieren. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Tag. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Standard. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Das waren wir den Kollegen die ganze Zeit hinterher, wa? Der ist natürlich das, was ich jetzt vermeiden wollte. Obwohl, spielt ja eigentlich keine Rolle, so wie wir jetzt aktuell fahren müssen, wenn wir sowieso alle jetzt im Rundfahrmodus fahren müssen.
Bevor sie aber lieber abbremsen. So, dann sind wir auch schon wieder im Astra Park. Ja, müssen wir mal, wie gesagt, alles nochmal zurückfahren. Himmlisch. Und das war ja, glaube ich, der hieß ja zum Release hier vom Bus Simulator, hieß der ja noch Ping-Pong-Modus. Hat natürlich den Entwickler auch mal gleich mal gefragt gehabt, warum hieß es Ping-Pong-Modus? Und die Erklärung dafür war auf jeden Fall die gewesen, dass das Ganze, so wie die Konsolenfassung entstanden ist, war aus einem früheren Zeitraum der PC-Fassung gewesen. Und damals hatten sie halt so eine sogenannte Decknamen halt gehabt. Also so eine Platzhalternamen. Und deswegen halt der sogenannte Ping-Pong-Modus. Weil Ping-Pong hin und her, ne? Und das hat man halt vergessen. Danke. Ach, ja, okay. Das hat man vergessen, halt wieder rauszunehmen. Und dadurch ist es dann praktisch entstanden, denn das ist dann der Ping-Pong-Modus dann hieß, zum Release. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Woche. So, erstmal hupen. So längere Fahrten würden sich eigentlich schon anbieten, das Ganze mit einem Lenkrad zu spielen. Und das hätte ich so umständlich wäre mit dem Umschauen und alles was. Oh, ist das so voll hier? Mehrere Fahrkarten. Drei Stück gleich. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Eine Fahrkarte bitte.
einige Fahrkarten, bitte. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Wenn wir heute immer diesen Feiertag haben. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Wollen die jetzt natürlich alle Tickets kaufen hier? Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ah, oh, wenn ich denn auch mal hier hin und her wechseln muss hier. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Hm. Ah, Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann geht's in die Katze. Kommst du jetzt mal mit? Ja, das ist Pech. Was schön über diesen Sicherheitspoller überholt, ja. So, Student, zwei Stück hätten wir gerne hier und wir haben 16,40 Euro. Eine Fahrkarte bitte. Tag Standard. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Oh. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ist jetzt auch schon relativ lange ruhig so rund um den Bus-Simulator, ne? Also so zwecks Updates oder sowas, habe ich da jetzt auch nichts mehr groß gelesen. So für meine News oder sowas. Ob dieses Jahr noch was kommt, irgendwie so update-technisch. Wäre auf jeden Fall mal noch interessant zu wissen. Das jetzt mit dem Retarder macht es schon echt gut, ja, wenn das aktiviert ist. So, Woche Senior. Danke. Eine Fahrkarte. So, nein. Tag Standard. Danke. Nächster Halt,
So, jetzt geht's wieder zurück zum ZOB. Und dann haben wir heute eine mega lange Folge. Es tut mir eigentlich schon fast leid, aber wir haben schon fast 8 Minuten oder 9 Minuten gebraucht, um die Linien halt zu planen. Naja, alles andere hätte jetzt keinen Sinn gemacht. Aber die Woche sollte auch wieder alles ganz normal sein. Also Mittwoch die nächste Folge und dann Freitag dann wieder die abschließende Folge für die Woche. Das hat letzte Woche leider nicht so geklappt, wie es eigentlich wollte. War ein bisschen stressig alles. Aber jetzt nächste Woche wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, weil ich dann wieder Urlaub habe in der Woche. Sieh dir den ganzen Abend an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Und also wenn wir jetzt wirklich jede Tour fahren müssen im Rundfahrtmodus, dann gibt es definitiv den Livestream. Tschüss. Ja, man merkt halt auch, ne? Es dauert schon alles wirklich deutlich länger. Eine Fahrkarte. Als noch am Anfang. Aber spätestens jetzt bist du halt mittendrin in dem Bus-Simulator, ne? Raus aus dem Tutorial und alles sowas. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Sind zwar leider ein bisschen wenig Haltestellen immer so für einen Busfahrer, weil normalerweise haben die ja ihre 20 Haltestellen immer sowas in der Regel oder sowas, keine Ahnung. Aber mehr als 7 Haltestellen definitiv. Tempomat drin, brauchen wir keine Angst haben, dass wir jetzt hier geblitzt werden oder sowas. Hey, was machen Sie so? Tja, ich also, war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Also außer die 1000 Euro, die wir jetzt da dank das Viererschild bezahlen dürfen. Ist es ja mal eine recht solide Runde geworden. Oh, das sieht natürlich auch interessant aus. Da können wir auch anders. Ach so. Ich verstehe, das ist ja Einbahnstraße. Der Bus ist neu, oder? Nee, mit Pavol gewaschen tatsächlich. Ah, großartig. So, das ist bestimmt so ein Spruch, den. Daran habt ihr auch schon gedacht gehabt gerade. Ne? Ich spreche es nur aus. Ihr habt daran gedacht wahrscheinlich. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Nein, siehst du, da geht's schon mal los. So, Türe zu. Oh, hier ist natürlich wieder Stau, wa? Hä? Wir hätten dann doch in die andere Richtung fahren können. Okay, das ist natürlich Schwachsinn, was der jetzt hier gerade macht mit uns. Ist da so ein bisschen
durch die Straße zu schicken. Wir hätten einfach nach links fahren müssen, dann nochmal nach links, dann hätten wir so eine schöne Kurve fahren können. Jetzt stehen wir hier mitten im Stau. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, tatsächlich. Was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Boah, ja, na toll. Wusste jetzt nicht, dass der jetzt noch abbremst. Dachte eigentlich, dass wir da vorbeikommen. Obwohl, eigentlich waren wir auch schon dran vorbei. Das sah irgendwie so aus, als ob wir zumindest vorbei waren. Naja. Wird uns so ein bisschen Geld abgezogen. Wir sind zwar gewohnt. Was hat sie gemeint? Eine Fahrkarte, bitte. Hier mit euren doofen Tickets. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Was? Wie bin ich denn hier in der Heimat? Eine Fahrkarte, bitte. Ach, Leute. Jetzt hauen dann immer diese Minusminuten rein. Komm, weißt du, das ist ein Bordstein, das, ja, naja, wollen wir dich nicht drüber aufregen. Ich bin sowieso mal gespannt, was wir jetzt hier dran verdienen an so einer Tour. Müsste ja fast die doppelte Summe sein.
letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. So, Leute, dann sind wir ja gleich schon wieder endlich am ZOB. Da haben wir zumindest heute den Montag geschafft. Ist ja Wahnsinn. Was stimmt denn hier so? Fisch. Im Fischgrund. Eine Fahrkarte. Und weiter geht's mit den Tickets. Ich liebe, es. Einzeln Senior drücken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Student. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche Standard. Einzeln Student. Einzeln Standard drücken. Ich komme nicht mal dazu, irgendwie hinten zu kontrollieren. Hauptbahnhof. Es ist ja schon fast Omsi-Niveau hier, die Fahrtlänge zumindest. Oh, du kannst doch wenigstens schon auf der Kreuzung rumfahren. Mein Gott. Fahr doch! Fahr! Oh. Oh Mann! Ist den sein Ernst jetzt? Guck mal, wie er lossprintet. Ihr wollt das Schlagloch umfahren, habt ihr jetzt gemerkt, ja? Dass wir den Tempomat anhaben, ne? Tempomat natürlich aus, weil da hätten wir jetzt ein bisschen rüber spicken können. Aber du hast da auch so dieses gefühlte Kickdown hast du jetzt hier nicht. Ja, das hast du hier zum Beispiel, kennt man natürlich aus Omsi und natürlich aus dem realen Leben, ne? Gerade bei Automatik. Wenn du wirklich am Anschlag bist mit dem Durchdrücken, hast du immer noch so einen zusätzlichen Schub nochmal, den du extra machen kannst, gerade bei Überholvorgängen oder sowas. Der fehlt dir. Du kannst das Gamepad ja nicht noch doller durchdrücken, als wie geht, ne? Und dementsprechend bekommst du dann nochmal so einen Zusatzschub. Ja, und den hast du halt nicht. Omsi hat den sehr, sehr gut drin. Aber der Bussimulator halt dementsprechend nicht.
davon schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Ich meine, es hätte jetzt sowieso nichts gebracht, weil er sowieso den Tempomat drin hatte. Danke. Aber nur mal, das auch, dass wir das zumindest auch mal erwähnt haben. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Oh, Leute. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Dadurch, dass die hier echt nur Tickets hier beim Busfahrer kaufen, würde ich mir als Gesellschaft überlegen, hier Automaten hinzustellen und den Fahrkartenverkauf nur außerhalb zu machen und nicht im Bus. Das kostet Zeit. Das kostet so unglaublich viel Zeit. Oh, habt ihr das gehört? Das ist Musik in meinen Ohren. Endhaltestelle. Die Folge ist auch nur fast 50 Minuten lang. Geil. Ja, es tut mir leid, aber ich versuche hier nichts zu cutten, nichts zu schneiden. Auch ohne, wenn wir das Ganze geplant hätten, sind wir hier bei locker 40 Minuten. Weshalb denn wirklich denn die Frage kommt, denn, dass ich denn in meinem Urlaub zumindest ein, zwei Bus-Livestreams machen werde. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Dass wir das hier abschließen. Ich möchte gern, bin ich ganz ehrlich zu euch, den Bus-Simulator Ende des Jahres durch haben. Also da soll wirklich finito. Ende des Jahres, 3 Folgen. Wie gesagt, deswegen müssen wir uns ranklotzen, dass wir zumindest noch das letzte Kapitel freischalten. Also das heißt die sogenannte Altstadt. Das wäre noch toll, wenn wir das noch packen. Und dass wir dann im nächsten Jahr dann wirklich frisch reinstarten können, wenn dann die ganzen DLCs zum Beispiel kommen. Dass wir uns das dann alles sofort kaufen können, dass wir uns das anschauen können und vielleicht die neue Kartenerweiterung gleich mal schnappen können, ohne dass wir dann davor noch irgendwas machen müssen. Und das ist eigentlich so jetzt mein Ziel noch für dieses Jahr hier mit dem Bus-Simulator. Ne? Nur damit ihr das Ganze mal so wisst, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ob wir es schaffen. Aber ihr merkt jetzt selber schon, jetzt wird schon unerträglich Langheit. Mal gespannt, wie lang die nächsten Folgen werden. Ich meine, das ist ja auch nicht nur, dass es so lang ist. Wir müssen das Ganze ja aufnehmen, ne? Hochladen, es bearbeiten, das geht schnell eigentlich. Aber halt dieses, das sind ja halt wirklich diese 40 Minuten, 50 Minuten, die wir jetzt hier aufnehmen. Andere würden das jetzt stückeln, mache ich nicht, weil ich das halt blöd finde, das was zu stückeln. Das mag ich schon bei Omsi nicht und beim Train Simulator zum Beispiel auch nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Das ist. So, bitte in Haltebucht 4 halten. Jetzt holen wir mal ein bisschen mehr aus hier. Damit wir hier reinkommen. Puh, Leute, das war eine Fahrt. Wahnsinn. Tschüss. Das hat sich teilweise echt angefühlt, als ob das hier nie ein Ende nimmt. Aber wirklich nie ein Ende nimmt. Du hast die Strecke abgeschlossen.
Wenn man übrigens ins Depot fährt, wo soll es wohl extra Punkte geben? Ja. Also es bringt jetzt nicht wirklich viel Geld ein. Also das bringt nicht mal wirklich Erfahrungspunkte ein. Nichts eigentlich. Schade. Lassen wir uns überraschen. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, was wir hier geschafft haben. Also drückt die Daumen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und falls euch die Folge gefallen hat, unbedingt wieder einschalten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Bedanke mich. Und tschüss.